Lelouch. Der Typ ist einfach vollständig nachvollziehbar. Also, ich glaube, es gibt wenig Anime, wo einer so eskaliert wie dieser Typ. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jemandem so viel Macht gibt und der so intelligent ist, also weil der ist ja in der ersten Folge zieht er diesen komischen Boss ab und was ist das? Dann ist es klar, dass der durchdreht. So, das ist einfach so realistisch, weißt du, ich meine so. Das ist... Ich liebe Lelouch, also wirklich, der hat so einen Vollhauer, der Typ. Und das finde ich toll, also wirklich, das ist halt... Und wir hatten es ja gestern schon, umso durchgeknallter die Geschichte, umso besser, ne? Also, ja, mit den Gias, mit der CC und so, also, boah, aber das ist auch schon 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe, mindestens. Nee, länger. Bin so alt. Genau. Was gibt's noch? Wie hieß denn dieser Anime? War das Jobless Reincarnation mit diesem kleinen perversen Jungen, der in der Welt wiedergeboren wird als Kind von dieser einen Tussi und Zauberer ist? Und sich dann und dann wächst, aber mit dem Gedanken, mit dem Kopf, also mit dem Wissen aus seinem vorigen Leben? Der war geil. Der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch an den Hauptcharakter. Alter, hier ist schon wieder. Alibot ist schon wieder unterwegs. Mushoku Tensei, genau, Mushoku Tensei, deswegen hat mir der Name nichts gesagt, ne? Da kommt die neue Staffel. Juhu. Ich habe die zweite Staffel Made in Abyss noch gar nicht gesehen, aber den Manga halt komplett gelesen. Maxi ist übel am Bilder gucken, die ist hier so. Ganz. Ja, ich schau grad. Alter, hier ist so ein fettes Pikachu, ne? Also ich glaub nicht, dass das Surfboard den fette Pikachu halten würde. Schau mal. Also. Schau mal, tot. Guck mal, wie fett das Pikachu ist. Oh, ist das nicht ein süßes, fettes Pikachu? Das ist so bummelig, oh. Die Maxi steht auf Fette. Ist so. Pikachu! Oh, und da ist schade, dass der Pachi gerade nicht da ist. Aber ich habe mir jetzt endlich Pokémon Infinite Fusion geholt. Und das ist so wunderschön. Es macht so viel Spaß. Es macht mir so viel Spaß. Wirklich. Es macht mir so viel Spaß. For real? Patschi ist immer da. Sagt was nicht. Ja, krass. Patschi, I love you. Dankeschön, dass du mir dieses Ding geschickt hast. Ich schwöre dir, ich habe angefangen zu spielen, ne? Und ich habe das hässlichste Pokémon der Welt. Aber es macht so einen Spaß. Ich finde, es funktioniert so gut. Also, dass die ganzen Mechaniken greifen so saugut ineinander. Dieses, also alleine schon, wo der Typ mir dieses Questlog gegeben hat, ich habe mir gedacht, was geht ab? Quests? Richtige Quests? Ich gehe jetzt Pilze sammeln. So, boah, ich habe so Bock gehabt. Das hat so Spaß gemacht. Du bist lost, findest das Game nicht? Ey, es war so geil. Es ist so geil. Und ich liebe es, dass die... Also ich habe in den Pokémon-Spielen wusste ich nie, was ich mit der Kohle anfangen soll. Mein Rathalos wird jetzt carryen. Rathalos? Draußen läuft einfach Fatty Fatty, you are murder. Gebt euch das mal. Hat man das gehört? Custom Sprite von Charizard und Nidoking. Wie? Also hast du den selber eingefügt oder ist das einfach Rathalos, oder? Rathalos? Also ja, der Rathalos ist Monster Hunter natürlich. So, wir spielen hier eigentlich, wir sind alle Monster Hunter. Ich spiele nur momentan ein anderes Spiel, also zur Zeit halt. Ne? Normalerweise spiele ich auch Monster Hunter. Und ich hoffe, du kommst immer wieder. Wer? Sü! Nee, gibt einen in den Sprite-Ordner. Warte mal. Hey, Sui, du kommst schon immer wieder, ne? Ich schwöre dir, Hände, ich lade das ja alles auf YouTube hoch und ich glaube, die Leute, die werden sich denken, Alter, der labert seit 20 Minuten nur Scheiße.
Freue mich schon auf den nächsten Spiel mal richtig. Kommentar. Okay, nein. Das ist nicht das Kanalkonzept. Da muss ich den Kanaltrailer anschauen. Patschi, kannst du den Link von. Ich kann den auch, also wenn der Patschi jetzt keinen Bock hat oder so, ich kann den Link, den mir der Patschi gegeben hat, kann ich auch in den Discord posten. Außer der Patschi hat natürlich Bock. Dann kann es der Patschi natürlich gerne selber machen. Pokémon. Und Vader. Warte, wo ist dieser Custom Sprite Ordner? Hey Miss Patty, find you a murder. Alter, Magdi, wie warm ist es denn hier drin eigentlich? Ja. Ist auch warm, ne? Ja, da muss ich später schauen. Infinite Fusion Order Graphics Custom Battlers Indexed. Ja, krass, da war ich einfach gerade drin. Ich habe es nicht gesehen. Und dann die Pokémon-Nummer raussuchen. Achso, ich kann dann einfach. Hey, Mitch, fight you a murder. Danke, du bist ein Schatz. Custom Battlers, da war ich einfach gerade drin, indexed. Achso, und dann sind diese Zahlen und dann. Gibt's da Darkrai? Es sind einfach 420 Dinger. Und dann soll ich die Pokémon nochmal raussuchen und diese Ordner sind aber alle leer. Gut, dass ich kein Informatiker bin. Ja, das muss ich später machen. Ach, der wäre so warm, ne? Ich muss auch sagen, ich bin auch herausragend dumm. Ja, weil ich jetzt gerade dachte, ich habe einen Shortcut, den ich hier öffne. Das war aber gar kein Shortcut. Weißt du was? Es war einfach. Es war schon ein Shortcut, aber ich kann den nicht nutzen, weil ich einfach noch nicht nach oben dashen kann. Verpiss dich. Und Sü, was spielst du sonst so? Maxi. Ja? Sei mal wieder da. Der Rückweg nennt sich sowas. Ja, ich hatte gehofft, das ist ein Shortcut. Meine Hoffnung wurde zerschlagen von dem Rückweg. Komm her. Give me your souls. Ja, aber ich hab's ja schon mal geschafft, da werde ich wieder schaffen. Hey, Mitch. Ist es bei euch auch so warm? Ey, wir haben locker 27 Grad hier drin. Ich glaube, hier stört es keinen, wenn ich auch Fusion mal streamen würde. Wenn du auch mal Fusion streamen würdest. Ja, das kann sein, aber das Problem ist, ich glaube, alle flippen aus, wenn die sehen, wie ich dieses Spiel spiele. Doch, Nintendo, ja, das ergibt Sinn. Ich glaube, Nintendo hat da wenig Bock drauf. Stimmt. Laut meiner Heizung ist es 27 Grad.
Kannst du einen Perma kassieren? Boah. Gut, dass du das sagst, Patschi. Gamer wollte uns verführen. Spaß. Alles gut, ich hab nur einen Witz gemacht. Hab heute mit Freunden auf dem Dach von einem Kumpel gechillt. Alle Oberkörper frei, weil es so warm war. Meanwhile me, Pullover. Zeffi, du musst noch eine Home schreiben. Macht man das nicht? Das hat man 2015 gemacht. Heutzutage sagt man sowas nicht mehr, Maxi. Irgendjemand hat das die ganze Zeit gemacht. Wer war das denn? Weiß es nicht. Ist aber auch egal. Pull Homo, alles gut. Nix, Zeffi. Maxi hat einfach schon wieder die Maxi gemacht. Maxi weiß schon wieder nicht, wie man sich benimmt. Genau. Schau mal, Anna, kann daran, dass ich was nicht gesagt habe, was du gesagt hast. Oh Mann! Ist Sü eigentlich noch da? Hä, wieso? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin doch lieb. Die Maxi hat blöde Sachen gesagt, nicht ich. Oh, Alter, wer hat das gewählt? Skill, Alter. Ja, und Luck war das. Richtig geiles Luck. Ey, ich hatte jedenfalls eine gute Suppe. Bestimmt. Suppe. Kauf dir eine Suppe. Also eine Instant-Ramen-Suppe mit der Geschmacksrichtung. Also das sind nicht die kleinen viereckigen, sondern ich will, dass du dir die kaufst. Das sind so größere Packungen. Das ist nicht eine andere wenigstens da gewesen. Sie macht einfach mir. Nein, ist nichts da gewesen. Ja, ist mir gerade wieder eingefallen. Ah, der heißt und so. Ich muss sagen, ich finde Schwipschwip echt eklig. Ist echt nichts da gewesen. Ist echt nichts da. Bedeutet, wenn ich jetzt nachschaue, finde ich keine. Nein. Ja, schau halt nach, das findest du auch nichts. Jedenfalls. Es ist wichtig, dass sie, also, die muss pink-weiß sein. Es gibt ganz viele von denen. Verschiedener Marken. Es ist immer pink-weiß. Pink und weiß. Pink-weiß, okay? Und es sind nicht die viereckigen, sondern die sind ein bisschen größer. Die sehen ein bisschen aus wie kleine viereckige Chipstüten. Und da drin sind Reisnudeln. Die sind rund. Das bedeutet, also, die sind wie so aufgerollt, okay? Das merkst du, da sind so Bollen drin, okay? So. Die holst du. Und der Geschmack muss sein sauer-scharf. 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 Kann sein, dass wenn du die noch nie gegessen hast, wenn du noch nie eine sauer-scharfe Suppe gegessen hast, dass du denkst, schmeckt irgendwie verfault oder so. Aber das ist halt einfach, also ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, du bist ja, wie? Also ich weiß, was das ist, aber wie sagt man das denn auf Englisch? Egal, Vietnamese. Vietnamese! deswegen glaube ich, wirst du wahrscheinlich schon mal süß scharf gegessen haben. Nee. Und da gehst du dann in den Netto. Nee. Habt ihr Rewe? Ja klar, habt ihr Rewe, ne? Du gehst in den Rewe und kaufst da Mettenden. No shit. Kauf Mettenden. Das sind so. Die sind so groß oder so, das sind so Würstchen, die sehen aus wie so Pfefferbeißer oder so. Ich weiß nicht, ob du weißt, also ich hoffe, du hörst mir zu und ich rede nicht mit mir selber. Das sind so Pfefferbeißer, die sind so groß, das sind so Viererpäckchen, ne, und die kosten was 2,90 € oder so. Mettenden, ja genau, nennen Enden. Mettenden. Also die Enden vom Mett quasi heißt, keine Ahnung warum die so heißen, ist scheißegal. Jedenfalls sind es ziemlich fettige Würstchen und die frisst man nicht so. Also ich weiß nicht, wer die normal isst oder so, aber ich weiß es nicht. Aber die Dinger nimmst du, kaufst diese Dinger. Der Finger, ne? Kaufst diese Dinger und kaufst
Frühlingszwiebeln. Viele Frühlingszwiebeln. Ich meine, wer mag Frühlingszwiebeln nicht? Du kaufst viele Frühlingszwiebeln. Und schneidest die klein. Also du schneidest am besten den ganzen Bund Frühlingszwiebeln. Schneidest die klein. Dann nimmst du eine, also wenn du Bock auf mehr Fleisch hast, nimmst du zwei Mettenden und schneidest die, also der Länge nach, zweimal durch. Bedeutet, dass du vier so Streifen hast. Und machst dann so kleine so Stückchen, ne? Die haust du rein in eine Schüssel. Die haust du rein in die Schüssel. Dann haust du den gesamten geschnittenen Bund Frühlingszwiebeln in die Schüssel. Und dann haust du eine halbe Packung von diesen Röstzwiebeln. Es gibt diese kleinen Packungen Röstzwiebeln. Da haust du eine halbe Packung davon rein. Echt so viel, ne? Also richtig, ne? So viel. Haust du da rein. Und dann nimmst du die Nudeln und nimmst dieses... Oh. Bin ich wieder da? Habt ihr den Leck gehabt? Okay. Vodafone, echt Fick Vodafone einfach.